Ihr alle kennt ja vermutlich die Akklamator und Venator Sternzerstörer der Republik. Doch wusstet ihr auch, dass die Republik eigene Supersternzerstörer hatte, die sie auch während den Klonkriegen einsetzte? Wenn nicht, seid ihr hier genau richtig, denn um diese Supersternzerstörer der Republik und ihre Nachfolger geht es heute in diesem Video. Und genauer gesagt, waren diese Schiffe keine Supersternzerstörer, da dies keine offizielle Bezeichnung war, sondern eher gesagt Dreadnoughts. Die ersten Dreadnoughts, die die Republik überhaupt zu dieser Zeit nach der Rusan-Reformation wiederherstellte. Circa 20 Jahre vor den Klonkriegen wurden diese 8000 Meter langen Schiffe der Mandator-Klasse von den Kuat-Antriebswerken hergestellt. Wichtig hierbei zu erwähnen ist, dass es nie wirklich offizielle Bilder zu diesen Schiffen gab und dass alles, was ich euch hier zeige, Fankreationen der Schiffe sind. Zu dieser Zeit wurde der Bau von Kriegsschiffen noch massiv eingeschränkt, weshalb diese Schiffe der Mandator-Klasse nur leicht bewaffnet und leicht gepanzert waren. Genau genommen war diese erste Version der Mandator-Klasse auch nicht wirklich für die Republik gedacht. Zu dieser Zeit besaß die Republik ja nur eine kleine Eingreiftruppe, um Konflikte zu lösen. Zum eigenen Schutz gegen Piraten, Diebe, Schmuggler, Terroristen, Aufstände und etwaige Angriffe mussten die meisten Systeme auf eine eigene planetare Verteidigung zurückgreifen. Und da Kuat einer der wichtigsten Planeten war, wenn es um den Bau von Raumschiffen ging, investierte Kuat auch viel in seine eigene Verteidigung. Insgesamt wurden 7 dieser Mandator-Dreadnoughts gebaut. 3 davon behielt Kuat für seine eigene Verteidigung, die anderen 4 gingen an die Systeme Azur, Ixtla, Alsaka und Humberine für deren Systemverteidigung. Keine 20 Jahre später kam die zweite Version dieses Schiffes, der Mandator 2, vom Band. Die Klonkriege hatten gerade angefangen und durch die neuen Gesetze, die Kanzler Palpatine ins Laufen gebracht hatte, durften jetzt auch große Schiffe wieder stärker bewaffnet werden. Und genau das taten die Kuati. Das Aussehen dieser Schiffe blieb praktisch gleich, mit dem Äußeren der Mandator 1 Variante. Doch diese Schiffe der Klasse 2 waren jetzt schwer bewaffnet, gepanzert und mit starken Schilden und einem schnellen Hyperraumantrieb ausgestattet. Wie viele von diesen neuen, stärkeren Schiffen gebaut wurden, ist nicht wirklich bekannt. Allerdings wissen wir, dass 3 Schiffe der Mandator 1 Klasse später noch umgerüstet wurden und somit auch als Schiffe der Mandator 2 Klasse galten. Die Bilder, die ihr hier seht, sind übrigens von der Pride of the Core aus dem Republic at War Mod für Empire at War. Sie soll ein Mandator 2 Dreadnought sein, ist aber eine vollkommene Fankreation. Das heißt, außerhalb dieses Mods wurde ein Schiff namens Pride of the Core nie erwähnt. Mittlerweile habe ich sie übrigens auch in meinem Republic at War Let's Play auf meinem Gaming-Kanal gekauft und zerstöre damit ihr ziemlich viele Separatisten. Falls euch das interessiert, schaut mal hier in die Infokarte. Und dass ein Mandator 2 viele Schiffe der Separatisten zerstören kann, ist übrigens ziemlich realistisch. Denn es heißt, dass ein Schiff dieser Klasse es locker mit 1000 Zerstörern der Recusant-Klasse aufnehmen kann. Als sich dann das neue galaktische Imperium formierte, wurde eine Weiterentwicklung dieser Schiffe vorgenommen und die Dreadnoughts der Mandator 3 Klasse entstanden. Wesentlich länger, mit 12.000 Metern, waren sie der Inbegriff der Tarkin-Doktrin. Riesige Waffenplattformen, die kleine Planeten oder einzelne Großkampfschiffe ohne Probleme in Stücke reißen konnten. Auch für diese gibt es mal wieder kein offizielles Design. Allerdings sollen sie fast genau wie die Schiffe der Bellator-Klasse aussehen, nur wesentlich größer. Damit haben wir wenigstens für diese in Legends eine gute Grundlage. Über die genaue Bewaffnung oder Ausstattung wissen wir auch bei ihnen nichts. Nur dass sie als mobile Waffenplattformen wesentlich stärker bewaffnet sein sollten als ihre Vorgänger. Und wenn diese schon mit 1000 Zerstörern alleine klarkommen konnten, könnt ihr euch vorstellen, welche Zerstörungskraft diese Schiffe dann hatten. Da endet die Reihe der Mandator Dreadnoughts auch schon in Legends, aber nicht im Kanon. Die Designs und Informationen, die ich euch bis hierhin gegeben habe, waren alle Legends. Im Kanon taucht dann aber in Episode 8 bei der ersten Ordnung der Dreadnought der Mandator 4 Klasse auf. Ja genau, das riesige Schiff am Anfang von Episode 8 ist aus derselben Reihe. Hier wissen wir natürlich, dass das Schiff mit 2 riesigen Geschützen und ein paar Dutzend Punktverteidigungstürmen ausgestattet ist. Ansonsten wurde im Kanon bisher nur einmal ein Mandator-Dreadnought der Klasse 1 nebenbei erwähnt, aber auch nicht gezeigt. Aber das könnte vielleicht bedeuten, dass wir bald auch einen Supersternzerstörer der Republik im Kanon sehen werden. Da ja bald auch die 7. Staffel von The Clone Wars kommt,
wäre es natürlich auch möglich, dass ein Mandator, wie die Pride of the Core, dort eine Rolle spielen wird. Wobei ich das nicht für sehr wahrscheinlich halte. Aber was sagt ihr? Wie findet ihr diese massiven Schiffe der Mandator-Reihe? Welchen von denen findet ihr am coolsten? Und würdet ihr sie auch gerne mal so richtig in Aktion sehen? Vielleicht in der nächsten Clone Wars Staffel? Schreibt es unten in die Kommentare. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt auch noch was über die Sternzerstörer erfahren wollt, die extra für die Neue Republik hergestellt wurden, schaut mal hier in das Video rein. Ach, und vergesst nicht, dass ich momentan nur 4 Videos die Woche mache. Das nächste Video kommt also erst wieder am Freitag um 14 Uhr. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.